So, nachdem wir uns im vorherigen Video ein bisschen mit der Anatomie beschäftigt haben, also sprich, welche Files gibt es und wo sind die, wollen wir uns jetzt in diesem Video mit den Inhalten beschäftigen. Und ja, jetzt wird's ein bisschen spannend. Wir gönnen uns einen Fullscreen und ich bin mal so frech und klicke hier auf appdelegate.swift, also ein Source Code File. Wir hatten es gesagt, wir arbeiten in der Programmiersprache Swift und so sieht das Ganze eben aus. Und jetzt ist die Frage, wie führe ich euch daran? Ich hatte es ja in der Einleitung gesagt, ich möchte die Lernkurve flach halten. Das heißt, ihr sollt mit wenig Anstrengung ganz schnell ganz viel Erfolge sehen. Und ich möchte nicht erst hier stundenlang einen Swift-Crashkurs machen und euch Schleifen, Strukturen, Kontrollblöcke, Konstanten, Variablen, Klassen und so weiter erklären, bevor dann irgendwann mal irgendwas passiert. Ich glaube, da verliert man viele. Dann denkt man unter Umständen, eine iPhone-App entwickeln wäre nachher noch kompliziert. Und genau so soll es ja nicht sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein paar Begriffe, mit denen wir uns früher oder später beschäftigen müssen und die ihr auch ja verinnerlichen müsst. Und dann fangen wir einfach mal an, bevor das Ganze hier ausufert und noch wehtut und wir gucken mal in Xcode rein, was wir da alles haben. Also zunächst mal slash slash, hier zwei Schrägstriche. Das ist ein sogenannter Zeilenkommentar. Alles, was sich dahinter verbirgt bis zum Ende der aktuellen Zeile, ist eben ein Kommentar. Ja, und hier haben wir auch einen Kommentar und ich werde nicht alle für euch markieren. Vielleicht nur interessant, wenn ich sage Zeile und hier ist umgebrochen. Ja, das liegt eben daran, dass Swift hier sich bemüht, immer allen Quelltext zu zeigen. Und eben nicht, dass man auch noch horizontal scrollen muss. Und dann seht ihr tatsächlich, das ist die Zeile 23, die fängt eben vorne an und die ist dann hier zu Ende. Und dementsprechend meint man vielleicht, dieser Kommentar würde sich über mehrere Zeilen erstrecken, ist aber definitiv nicht der Fall. So, also dann haben wir das auch geklärt. Was haben wir denn hier? Import UIKit. Okay, Begriffe, die man erklären muss. UIKit ist ein Framework und beinhaltet im weitesten Sinne alles für unser UI, für unser User Interface, für unsere Benutzerschnittstelle, ja? Und da drin sind eben Sachen wie Buttons, wie Slider, wie Textfelder, wie Labels oder auch so Sachen wie UI-Window zu finden. Und wenn ich eben in Swift mit Klassen aus einem Framework arbeiten will, dann muss ich das importieren. So einfach ist das. Ja, hier eine Signatur. Es handelt sich also um Application Main. Das hilft also dann dem Compiler, unsere Klasse zu finden, die tatsächlich ausgeführt werden soll, wenn die Anwendung startet. Und da brauchen wir uns jetzt im Detail nicht weiter zu beschäftigen. Aber hier sehen wir mal ein Schlüsselwort, nämlich Class. Und die Class hat auch einen Namen. Unsere Klasse hier heißt also AppDelegate. Und jetzt haben wir hier so einen Doppelpunkt und zwei lustige Begriffe, UI-Responder und UI-Application-Delegate. Oh ja, okay, Leute, sind nur Begriffe, keine Kopfschmerzen, müssen wir jetzt nicht alles im Detail wissen, nur ganz kurz ein bisschen zur Erklärung. AppDelegate ist unsere Klasse und sie soll schon mal alles können, was ein UI-Responder kann. Also das Schöne ist ja, Leute, mussten wir gar nicht schreiben, ne? Bringt ja dieses Template Single View Application mit. Aber trotzdem will ich es hier mal ein bisschen erklären. Ja, was ist denn ein UI-Responder? Dann klickt das doch einfach mal an und drückt die rechte Maustaste und sagt Jump to Definition. Und dann seht ihr tatsächlich jetzt in diesem Framework UIKit die Klasse UIResponder. Hier ist sie nämlich. Das ist eine Open Class. Ja, die steht also nach außen hin zur Verfügung aus diesem Framework. Und so ein UIResponder kann eben verschiedene Dinge. Ja, ich will wirklich nicht zu tief einsteigen, aber was ich euch ganz generell empfehle, schaut mal hier, da stehen Kommentare.
Ja, sowas wie you must handle canceled touches to ensure correct behavior in your application. Ja, failure to do so is very likely to lead to incorrect behavior or crashes. Das ist ein super Hinweis von den Entwicklern von Apple. Das heißt, ich muss ganz wirklich dieses Touches Cancelled auch sauber in meiner App handeln, wenn wir dann mal mit Touches arbeiten, weil es sonst eben zu inkorrektem Verhalten unserer App kommen kann oder sogar zu Crashes. Solche Hinweise sieht man dann als Entwicklerkommentare, wenn man aus dem eigenen Projekt, ich bin hier mal zurückgegangen, ja, wenn man aus dem eigenen Projekt, rechte Maustaste, Jump to Definition, ja, wenn man einsteigt vom eigenen Projekt in diese Apple-Dokumentation, findet man unter Umständen Perlen, ganz wichtige Informationen, die so auch nicht unbedingt in der Beschreibung stehen. Also das nur ein Hinweis am Rande. Wer Zeit hat, schaut sich immer wieder mal an, was Apple da so schreibt in den Kommentaren. Wirklich spitze. Jetzt wollten wir aber eigentlich nur sagen, dass eben UI Responder eine Klasse ist. Okay, dann gehen wir hier nochmal zurück wie im Browser. Wir sind wieder in unserer App Delegate. Klasse aus unserem eigenen Projekt. Und jetzt sehen wir also, AppDelegate ist eine Subclass der Superclass UI Responder oder eine Unterklasse der Oberklasse oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Wie das genau zusammenhängt, machen wir ja noch Stück für Stück in Swift. Ja, wir werden auch Klassen haben, wie jetzt beispielsweise ein Kunde oder ein Auto oder irgendwas, um das Ganze mal begreiflicher zu machen. Aber hier will ich euch ja nun doch nicht so ganz im Trüben fischen lassen. Wir müssen mal erklären, was denn in so einem App-Delegate steht. Also unsere Klasse, hier kann alles, was ein UI-Responder kann. Und hier ist ein Komma, dann können wir noch mehr. Haben wir denn hier noch eine Superklasse? Nein, das haben wir nicht. In Swift gibt es nicht die Möglichkeiten wie in C++ der sogenannten Multiple Inheritance, also der multiplen Vererbung. Wir dürfen nur von einer Klasse etwas erben, aber eine Klasse kann von einer Klasse was erben und eine beliebige Anzahl von sogenannten Protokollen implementieren. Ja, ich kann ja nicht umhin, es heißt eben so. Aber auch hier könnt ihr sagen, rechte Maustaste, Jump to Definition. Und dann seht ihr schon mal, aha, auch wieder hier in unserem UI-Kit gibt es ein Public Protocol. Und das Protokoll heißt UI Application Delegate. Vielleicht auch hier immer wieder mal auf die Kommentare achten, die da stehen. Aber so tief wollen wir ja gar nicht einsteigen, muss man auch nicht. Ich wollte nur mal kurz erklären, was hier steht. Leute, müsst ihr nicht im Detail begreifen, nicht jetzt und auch später nicht. Die wenigsten wissen genau, was ein UI Responder ist, aber können trotzdem tolle Apps schreiben. Ja, will ich mich gar nicht ausnehmen. Also keine Panik. Wir haben also eine Klasse, die unter Umständen von einer anderen Klasse erbt und das ein oder andere Protokoll implementiert und sehen dann schon eine geschweifte Klammer und schön in Xcode Doppelklick markiert alles bis zur passenden, schließenden geschweiften Klammer. Und das ist tatsächlich auch schon das Ende der Datei. Das ist dann das, was unsere Class App Delegate ausmacht. Okay, jetzt waren wir dabei, dann gehen wir auch vorwärts. Wir haben hier eine Variable, sie heißt Window. Und Window ist auch von einem bestimmten Typ, nämlich von UI Window. Den Trick kennt ihr schon, rechte Maustaste. Na, und dann Jump to Definition und dann könnt ihr euch anschauen, was ein UI-Window alles so kann. Muss man aber auch nicht wissen, das ist nur für die ganz Neugierigen. Also wir haben eine Variable in unserer Klasse. Wir reden dann auch von einer Property oder einem Class-Member. Und wir haben ein paar Methoden. Ja, dummerweise steht hier Func, klingt so wie Function, ist es eigentlich auch. Aber wenn eine Funktion eben innerhalb einer Klasse ist, dann reden wir eher von einer Methode. Ich werf das auch mal durcheinander. Es ist auch eigentlich akademischer Dünnschiss. Wir wissen, was gemeint ist, ja? Also, da gibt es verschiedene Methoden.
Application did finish launching with options. Ja, wunderbar, kann man lesen wie englische Prosa. Hier läuft also die App quasi vorbei, wenn sie soweit gestartet ist, wenn alles soweit da ist, ja, und nur noch das Benutzerinterface sich aufbauen muss. Application will resign active, did enter background, will enter foreground, did become active oder will terminate. Das sind eben, und ihr seht, da steht nichts drin außer Kommentaren, ja. Das sind eben so Platzhalter, wo man ja doch schon eher mal was reinschreibt, wenn die App eben etwas komplexer wird. Was soll sie tun, wenn sie in den Hintergrund geht, sprich der User klickt den Home-Button auf dem iPhone. Vielleicht will man dann noch schnell was speichern oder irgendeine Nachricht sich ablegen. Was soll man machen, wenn die App wieder nach vorne kommt, wenn sie wieder aktiv ist und sowas. Da sind also dann hier diese verschiedenen Methoden, die man dann mit Leben füllen kann, wenn man es braucht. So, und jetzt sieht das Ganze schon unheimlich komplex aus und jetzt darf ich hier euch etwas zeigen. Ihr könnt nämlich diesen ganzen Text hier markieren. Wunderbar, habe ich jetzt mit Shift und Cursor gemacht und dann drücke ich Backspace und dann ist das weg. Denn mehr muss tatsächlich in unserem App Delegate gar nicht stehen. Außer dem Did Finish Launching with Options, dass wir hier mal den Wert True zurückgeben. Was das jetzt hier genau ist, Leute, keine Panik, Schritt für Schritt. Wollt euch nur zeigen, dass man das löschen kann. Nicht alles, was in einem Template generiert wird, ist auch zwingend erforderlich. So, also, das wäre jetzt mal AppDelegate.swift etwas mehr im Detail gewesen. Ich weiß, ich habe jetzt vielleicht eher mal Fragezeichen in euren Köpfen aufgemacht, als Ausrufezeichen hinter echtem Wissen gesetzt. Aber man hat's schon mal gesehen, ihr habt schon mal zumindest etwas gehört von Klasse und Protokoll und Property bzw. Attribut, von Function und Method. Das schadet ja nicht. Nicht, dass ihr es jetzt schon gleich einsetzen könnt, müsst ihr auch nicht. Machen wir ja langsam zusammen, Stück für Stück. Aber das sollte es mal gewesen sein und die Begriffe können jetzt erstmal bei euch im Kopf verarbeitet werden. Bis zum nächsten Video.